Einen wunderschönen guten Tag bei Final Fantasy VII Remake. Ich habe jetzt, wie in der letzten Folge angekündigt, hier ein bisschen gegrindet. Ich habe quasi, also wir werden jetzt nicht grinden, die ersten zwei oder drei Kämpfe hatten wir gemeinsam gemacht letzte Folge. Auf jeden Fall, ich will es nur kurz zeigen. Danke, ja, schön. Ich glaube, die hatten wir zusammen gemacht, die beiden. Ich habe die anderen hier durchgezogen und dann immer wieder, wie in dem Kolosseum auch, den hier durchgespammt. Was wirklich sehr eintönig ist, wenn ich das mal so sagen darf, weil es kommen wirklich exakt immer die gleichen Gegner. Das wäre echt schön, wenn da ein bisschen Variation drin wäre, aber gut. Fakt ist, weiter geht nicht. Ich habe gedacht, das Maximallevel wäre bei 40, aber es ist bei 50. Weiter geht's nicht, er zeigt überall Max, höher kriegen wir die Charaktere nicht. Okay, aber das hat auch einen Vorteil. Erstens haben wir jetzt hier bei den Kampfberichten, machen wir ordentlich hier. Das mit den Materia, alle 12, die habe ich nebenbei mitgelevelt, haben wir hoch, können wir abgeben und es fehlt uns eigentlich nur ein Leviathan. Und dann haben wir die Kampfberichte alle fertig und dann können wir hier auch weiter. Gut, hier gehen wir es erstmal raus. Ausgang ist da. Kümmern uns erstmal um die Kampfberichte. Ich möchte halt gerne alles mitmachen. Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. So, Kampfbericht 18 haben wir abgegeben. Ich konnte wieder neue Materia entwickeln. Das freut mich, mein Freund. Das freut mich. Was hast du neu gekriegt? Hier, MP-Absorption. Okay, MP-Absorption 0,1% des zugefügten Schaden. Greift an, wenn er mit der verbundenen Materie anregeln, sich MP. Kann mit der Materie Glut, Frost, Gewitter, Luft und Toxin verbunden. Ist an sich ja nicht schlecht, ne? Also kaufen werden wir sie auf jeden Fall. Vielleicht später bei Eris, wenn wir sie wieder kriegen. Ich hoffe es mal, wir sollen sie ja befreien, ne? Und den Rest haben wir alles. Okay. Und ansonsten? Ich wollte dich nochmal kaufen. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. So, mein Freund, Cloud, du warte mal. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Haben wir vor. So, wir haben hier nämlich noch den Leviathan. Wir haben ihn ja schon einmal versucht. Das ging völlig in die Hose. Aber noch höher kriegen wir ihn nicht. 50 ist wirklich maximal. Wir probieren es schlicht und einfach nochmal. Jetzt lege bitte deinen portablen Kampfsimulator an. Irgendwie muss der doch machbar sein, der Leviathan. Kannst du mir erzählen, was du willst? So, dann gucken wir mal. Ich weiß auch gar nicht, ob noch jemand danach kommt. Aber ich möchte gerne alle Kampfberichte von Shatley haben. Wow. Geht ja gut los hier. So, Claudi, dann hauen wir mal Impulshebel drin. Von mir ist auch eine Rückenflosse. Okay, wir gehen mal auf Barret. Shoot! 50 macht das nicht einfacher. Das macht den Leviathan so schwer. Der ist wie ein Zäpfchen. So, Barret. Ich habe auch nebenbei halt die Waffen mitgeskillt. War das der? Nee, der war es nicht. Maximale Wut. Die habe ich beim Grinden festgestellt, ist sehr, sehr, sehr effektiv. Naja, gut, ging in Leviathan nicht so. Wie ich gerade feststelle. Aber passt schon. Cloudy Boy, du machst einmal kurz. Ich glaube, der Leviathan müsste ich gleich mal gucken. Ist auch, glaube ich, gegen fast nichts anfällig, außer gegen Blitz. Müsste ich echt mal gucken. Warte mal. Ja, Blitz ging, sonst ist er so gut wie alles immun. Wer hatte denn Blitz? War das tiefer? Jo. Blitzgar? Hau mal rauf. Schön wär's. Meine Fresse! Haben wir ihn jetzt getroffen oder nicht? Ich glaube nicht. Probieren wir nochmal. Tiefer? Blitzgar? Bringt nicht viel, ne? So, Beret, du haust nochmal die maximale Wut drin. Also gut, Schaden macht ihr auf jeden Fall. Na, er mit seinem Rumgehobbel hier immer. So,
Achso, den nochmal. Die maximale Wut. Tausend Schuss und kein Schuss daneben. So, Cloudy Boy, du könntest eigentlich mal ein bisschen Enemy Schreck reinzwiebeln. Hast eh nichts zu tun. Und tiefer, Libis, du wirst nochmal Blitzka. Na. Was soll der Scheiß? Okay, das bedeutet Rache. Oh, ja. Yeah. Nein. Okay, Cloudy Boy, ich weiß nicht, wie du es geschafft hast. Okay, das wird so nix. Tiefer? Wird auch nix. Eckerlau, ne? Genau aus dem Grund habe ich ja jedem die Heilung hier gegeben. Erstmal Cloudy Boy. So. Wow, wow, wow. So, Cloudy, seh mal zu, dass du da mal deine hochkriegst. Bitte. Aus dem Weg! Das wäre sehr, 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 sehr schön. Geht doch. So, ich könnte beschwören. Ah, es gibt leider keine Blitzmaterie, ne? Das ist das Problem. Kein Blitz. Ah, wie heißen die jetzt? Esper. So, hau mal auf Berit. Was hat Berit denn für eine Schokomo? Ja, den können wir hier mal probieren. Weil wir keine Blitz-Esper haben. Probieren wir einfach unseren guten Mobbel. Nein. So, Tifa, du wirst nochmal, wenn du nochmal kannst, Blitzka raufhauen. Das bedeutet Rache. Vergiss es! Leider nicht allzu viel, wenn ich mal so ganz ehrlich bin. Bogensturm? Nein. So, du haust nochmal die maximale Wut. Ich habe halt Angst, dass er wieder diese Attacke macht, dass alle tot sind. Das ist sie, ne? Das ist sie, ne? Yo. Okay, einen Moment. Magie. Ah, sie kann natürlich nicht. Okay, dann machen wir es anders. Gegenstände. Phönixfeder. Cloud ist K.O. Ich kann nicht heilen. Ich kann nicht heilen. Ich kann nicht heilen. Das ist nicht gut. Meine Fresse. Nein. Okay. Tifa, du haust an. Genau sie kann ich, dann nehmen wir Gegenstände. Megatrank. Erstmal auf Berit. Wow, bringt nicht mehr viel. Wenn ich das mal so erwähnen darf. Du haust einen Vitra auf Cloud. Okay, jetzt kommt erstmal eine schöne Soccer-Moppe. Ich müsste Berit in Limit kriegen. Also seine neue Limit-Attacke, die wir damals im Kolosseum gelebt haben, gelernt haben, ist echt extrem. Also die ist wirklich gut. Das ist eine echte Hilfe. Ja! Das hat sich gezogen. Schön! Ja, herrlich. Wir haben Schokomob. Schokomob ist sowieso. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Das war hervorragend. Ja, wunderbar. Tarn, den Schutzgott Wutheiß zu zähmen, vermagst nur du, Cloud. Zusammen mit Leviathan wirst du über Shinra hinwegfegen. Oh, Schokomobbel hat ihnen den Rest gegeben. Ein Träumchen. Abgeschlossene Kampfberichte. 19 von 19. Das war ein Träumchen. Ja. Cloud, ich habe einen neuen Kampfbericht im System registriert. Nein! Es wird der letzte Kampfbericht sein, um den ich dich bitte. Noch ein einziges Mal benötige ich deine Hilfe. Das ist nicht dein Ernst. Warte mal. Da kommt doch tatsächlich... Ja. Bahamut. Nein. Okay. Einen Moment. Da muss ich gleich erstmal ein paar Vorkehrungen treffen. Wir müssen Leviathan ja jetzt nutzen können, ne? Er hat Ifrit. Den soll er eigentlich auch behalten. Sie hat... er hat Schokomobbel, den ich eigentlich auch ganz gut finde. Gut, dann geben wir dir Leviathan. Ein Träumchen.
Das ist doch ein schönes Träumchen. Ich muss sowieso gleich einmal zur Bank. Und ich würde gerne, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie Bahamut ist, aber da Leviathan schon so übel war, ist Bahamut garantiert noch eine Ecke schlimmer. Wir haben doch, wo sind die Seelenohrringe? Ich meine, wir haben nicht allzu viele, aber ich würde gerne jeden einmal einen Seelenohrring geben. Eris braucht jetzt gerade nicht. Dann können wir im Notfall mich sie einmal zurückholen. So. Besser ist das wohl. Sehr schön. Aber trotzdem, zur Bank muss ich, glaube ich, einmal. Ne? Lebenspunkte sind nicht ganz voll. Mana ist so gut wie voll, aber trotzdem. Hier vorne war nämlich irgendwo eine Bank. Irgendwo hier, genau. Es muss doch was geben, was wir tun können. Ja, ich weiß, ein Scarlet 7. Die haben wir ja schon eingesammelt letzte Folge. Nein, ich wusste nicht, dass da noch einer kommt. Oh Mann. Das sind so genau 20 Berichte, wa? Bei Shetley? Klar. Okay, dann versuchen wir uns nochmal an Bahamut. Ich weiß nicht, ob wir ihn hinkriegen. Ich hoffe es aber. Ich möchte mich gerne alles haben. Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Ich wüsste aber nicht, was ich noch machen sollte. Aber mehr als Level 50 Guide nicht. Gut, Bahamut. Dann komm her, mein Jetzt Freund. Lege bitte deinen portablen Kampfsimulator an. Und wenn wir das hier nicht haben, dann geht's weiter mit der Story. Wunderbar. Ich liebe das Spiel immer noch. Alter, ist der fett. Aber was heißt fett? Aber riesig. Cloud ist vielleicht nicht die beste Idee? Ich glaube, Bahamut ist nicht zu unterschätzen. Definitiv nicht. Ich weiß nicht, ich müsste mal was gucken. Nettje Analyse müssen wir auch machen. Wir wissen, was da verschwinden hat. Wow. Wirksam nix. Das ist klar. Und sogar ein bisschen gegen physischen Schaden. Eine legendäre Esper, nachgebildet in einem virtuellen Raum. Es handelt sich um die Manifestation des Königs der Drachen, der vom alten Volk, der ältesten Zivilisation des Planeten, verehrt wurde. Laut mündlicher Überlieferung gibt es verschiedene Formen von Bahamut, jede mit eigenem Aussehen und eigenen Kräften. Das ist wohl eher eine Anspielung an die einzelnen Final Fantasy-Teile. Ach, der hat fast 89.000 Leben. Vor allem, da zählt eine Zeit runter. Das ist auch nicht gesund, wenn ich mal so sagen darf. Maximale Wut. 1000 Schuss und kein Schuss, Danny. Auf die Fall. So, ich will mal was gucken. Gebet. Das ist schon mal schön. Ich habe mir ein Gebet extra mitgeliefert. Alter, macht der einen Schaden. Okay, Claudiboy kann gerade nicht, das ist schlecht. Boah, Alter, jetzt ist hier aber Achterbahn. So, Claudiboy, Magie. Vitro. Auf Beret, aber Dalli. Das wird schon wieder. Was soll der Scheiß? Aus dem Weg! Es ist auf jeden Fall nichts Gutes, wenn das da runterzählt. Absolut nicht. Und ich weiß, beschwören kann ich, aber eigentlich ist es noch zu früh zu beschwören. Gebet braucht 2 leisten, okay. Du haust einmal deine maximale Wut drauf. Ich durchlöcher dich wie ein Sieg. Tifa, lad deine Leiste schneller auf. Wow. Meine Fresse. Kein Schuss mehr drin. Nein, das war der erste Silberring. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Wurde schon ungeduldig. Dreckstück. Alter, Beren ist derjenige mit dem meisten Leben bei uns. Und er kriegt gerade so aus dem Fressbrett. Das ist doch nicht mehr schön. Immer vorsichtig bleiben. Auf 3 ist er schon.
Da geht noch was. So, maximale Wut. Hau rein. Schuss und kein Schuss da nicht. Alter, macht der einen Schaden. Nun bleib doch mal stehen hier. Ja, meine Fresse. Das kannst du aber laut sagen. Hier, hau auf Bären drauf. Jetzt kommt mein Lieblingsteil. So, Beren ist im Limit. Sehr schön. Hau rauf. Das dürfte ihn zwar nicht töten, aber gut Schaden verursachen. Keine falsche Bescheidenheit. Wo das herkommt, gibt's noch mehr. Schön. Ah, gegen Bahamut nicht wirklich toll, ne? Warte einmal auf. Beren kann gerade nicht. Dann Cloud heilst du dich auch immer selbst. Das muss sein. Meteorsturz? Was zum Henker ist Meteorsturz? Ja! Uff, da la 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 la. Raus da, raus da, raus da, raus da. Tifa, Oima, bitte ganz schnell. Gebet, ja? Ich bin an deiner Seite. Da geht noch was. Du kriegst den aber auch kaum ausgewählt, ne? Okay. Ehrlich? Lass mich raten, Bahamut ist der schwerste Gegner im Spiel? Ah, okay. Bahamut ist übel. So, du hast aber Engel. Wir haben auch Erzengel. Besser ist das? Ah, das darf doch wohl nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Gut, dann nehmen wir Gegenstände. Ich komme da nicht mal dazu, was rauszuhauen. Okay. So, Cloudy Boy, du erstmal. Das ist viel, viel, viel wichtiger. Viel, viel wichtiger. Erstmal auf Tifa. Ich gebe nicht auf. Wie schmeckt dir der Mann? Wäre das zu langsam für den? Ah, Gebiet geht gerade nicht, aber sie kann normal heilen, ne? Vidra auf Beret. Immer vorsichtig bleiben. Okay, Cloudy Boy, das bringt uns jetzt, glaube ich, auch nächstes ein Limit. Ich könnte hier echt Eris gebrauchen. Das ist okay. Ja, Beret bringt uns gerade gar nichts. Vor allem, weil der Typ da oben ist. Wow, wow, wow. Mega Flair. Nicht schlapp machen. Mega Flair. Mega Flair. Was zum Henker ist Mega Flair? Jetzt aber. Da war's. Okay, das hat. Beren auf jeden Fall. Wie oft macht er das? Wir haben so gut wie keinen Schaden auf ihn raufgekriegt, ne? Wäre das einfach zu langsam. Wow. Okay, das kriegen wir schon hin. Ich muss ihn bloß unbedingt wiederbeleben. Alter. Geh mal auf Cloud. Ich mach das. Tiefer weg da. So. Erstmal Erzengel. Auf Beret. Sehr schön, die sind alle, oder so gut wie alle. Tifa, du nimmst erstmal dein Limit, den Delfinschlag. Wirkungslos, okay. Du auch Cloud, den Atomisator. Ich will dich leiden sehen. Nachschlag. Nochmal darf er sein Megaflare nicht einsetzen, dann sind wir erledigt. Wir beschwören jetzt Ifrit. Nee, ich würde eigentlich gerne den Leviathan beschwören. Den hatte ich tiefer gegeben, ne? Aber auch mit zwei Leisten alles klären. Wie kann das sein? Hey, ohne dich wird das nichts. Oh, ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich komme da bloß nicht zu. Alles klar. Der ist heftig. Der ist wirklich heftig. Bring mir den Spieß um.
So, Tifa, du beschwörst jetzt bitte einmal den Leviathan. Ich brauche deine Hilfe! Und ich muss ganz dringend heilen. Die Megatränke bringen leider auch nicht mehr viel. Wow, wow, wow. Ah, es wird so nix. Alter. Scheiße. Verzieh dich doch mal, Mensch. So wird das nix von der Heil. Du und dein Leichtsinn. Ich wollte mit Beren gerade die ganze Zeit heilen. Das darf einfach nicht sein. Beren ist einfach zu langsam. Okay, ich glaube, ich muss erstmal tiefer auf Cloud heilen, sonst wird das nix. Es geht weiter. Oh nein. Alter. Tiefer. Ja. Nein. Schon wieder Megaflare? Ah, meiner. Okay. Das bringt leider nicht viel, ne? So, darf ich jetzt auch? Magie? Boah, die sind ja auch. Wieso sind die jetzt? Boah. Ich habe nur noch Cloudy Boy. Die verlebte doch gerade noch. Ey, 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 ey. Nicht übertreiben. Das Schlimme ist, sind die ATB-Leisen. Ich komme wirklich nicht dazu, irgendwas hier noch großartig zu machen. Okay. Ich würde ja gerne den Atomisator von Beren draufhauen, aber... Meteorsturz. Nicht gut. Boah. Ich kann mir dich retten. Keine Chance. Ich weiß nicht, wie ich den machen soll. Okay. Na, ich komme zu nichts. Wie konnte das nur passieren? Alter, was? Okay. Da hatte dich für einen Moment das Kampfglück verlassen, nicht wahr? Dennoch konnte ich wertvolle Daten gewinnen. Alter. Analysiere den heutigen Kampf und du wirst beim nächsten Mal sicher triumphieren. Das Problem war wirklich, dass ich zu nichts kam. Ich konnte gar den Zauber nichts einsetzen, weil ich dauerhaft von ihm angegriffen wurde. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Okay, wir machen das anders. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie der am besten zu machen ist. Ich muss vielleicht auch selber, da gibt es bestimmt irgendwie eine Möglichkeit. Weil höher als Level 50 kommen wir nicht. Ich habe ja jetzt wirklich die Seelenohrringe probiert. Cloud hat sogar noch einen. Die haben sie alle noch. Warum auch immer. Wurde wohl nicht gespeichert, dass sie verschwunden sind. Auf jeden Fall... Der macht ja solche Attacken. Man kriegt ja so einen Schaden rein. Ich glaube, bei dem muss man alles reinballern. TP-Boost und. Sonst hast du keine Chance. Du kommst ja auch nicht wirklich zum Heilen. Der nimmt dich ja unter Dauerfeuer. Okay. Nee, deswegen werde ich jetzt einmal abspeichern. Auf dem extra Spielstand. Extra Spielstand ist gut, wenn nichts mehr frei ist, ne? Ja, denn... Oh ja, es ist ewig hier. Wir speichern den über. So, dann haben wir den zweimal. Machen jetzt nochmal weiter. Und dann können wir den hier später nochmal nachholen. Besser wäre das. Würde ich schon fast sagen. Weil wir wollen ja auch mit der Story weiterkommen. Gut, und soweit ich mich erinnere, wir haben hier die Karte gekriegt, damit wir in den nächsten Stock kommen. Das heißt, wir müssen hier erstmal raus. Kriegen wir aber hin. Cloud! Hä? Du bist Cloud, oder? Mensch, Cloud! Schon gut. Mit dem habe ich hier angefangen. Cloud, ein Glück, dass du lebst. Hab mir echt Sorgen gemacht. Es hieß nämlich, du seist draufgegangen. Warte hier! Ich geh Kanzel holen. Nicht weggehen. Bekannter? Alles okay? Ja. Du hast aber... Kein Problem. Los, weiter. Gigi, ja gut, Cloud ist ja auch mal als normaler Soldat angefangen, ne? Die kannten ihn wohl noch.
Wo war denn der Ausgang? Ah, gut. Für euch ist es natürlich jetzt erst seit der letzten Folge her. Für mich liegen jetzt aber zwischen der letzten Folge und dem hier, weil ich zwischendurch ja gegrindet habe und so, da irgendwo, hier irgendwo, fast eine ganze Woche zwischen. Ich war richtig? Nee, doch. Ich weiß zumindest noch, dass wir einen Stockwerk höher müssen. Ja, hier sind wir richtig. Sind wir wieder da, wo wir eben waren. Willst du mich verarschen? Mensch! Hier müssen wir, glaube ich, lang. Ich muss hier doch erstmal wieder rauskommen. Ja. Wie ist es um unser Image bestellt? Alles im Griff. Das Volk ist bereits der Auffassung, es handle sich um einen Anschlag von Avalanche. Dafür habe ich persönlich gesorgt. Hat Wutai reagiert? Bislang noch gar nicht. Wie ich diese Feiglinge kenne, werden wir wohl noch etwas warten müssen. Solange sie nur handeln. Allerdings wäre da noch eine Sache. Was? Palmer hat es mir erzählt. Was denn für eine Sache? Ich will das auch wissen. Tja. Barrett. Ja, ja, ich weiß doch. Die Rettung von Eris geht vor, nicht wahr? Ja. Wir dürfen das nicht in den Sand setzen. Hojo nimmt an dem Meeting sicher teil. Wägen wir unsere Möglichkeiten ab. Ich will auch wissen, welche Sache. Okay, erstmal hoch. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier ja reinkommen. Wir haben ja die Karte gekriegt, dafür sollten wir ja extra den Kampf da machen. Oder? 64. Etage, Besprechungsraum. Gucken wir mal. Nochmal Rinder. Dankeschön. Aua. Müssen die uns nicht eigentlich bemerken? Mal lieber ein bisschen abschauen. Auch da drin ist? Vermutlich ja. Da drin findet gerade ein Meeting statt. Ja, das haben wir gesehen. Ich will rein. Einmal alle im Kopf kürzer machen. Und jetzt? Wir begeben uns in Stellung und belauschen sie. Wir schleichen durchs Klo, wolltest du sagen. Tu nicht immer so cool, Mann. Wir müssen also einfach nur fragen, wo man müssen darf. Das finden wir schon selber raus. Oder nicht? Okay, hier kommen wir nicht rein. Klaut wollte das dort nur nicht so ausdrücken. Ist ja noch irgendwas zum Einsammeln oder so? Nee, ne? Das ist so gleiche. Hier ist gerade nichts mit Besprechung. Hier ist aber auch nichts, oder? Mö. Wo man müssen darf. Meine Güte, Klaut, du wirst aber mal fragen können, wo das Klo ist. Hä? Sind Sie vom Wachdienst? Nö, wir sind die Automateninspektorin. Hast du Sektor 7 gesehen? Nee, hab mich noch nicht getraut. Hab einen Blick vom Himmelsfoyer draufgeworfen. Oh, kennen wir uns? Sicher besprechen Sie bei dem Meeting die Sicherlich nicht. Ja. Und wir haben hier die ganzen Meetingräume, aber hier scheint überall nichts drin zu sein. Nö, hätte ja sein können, dass hier irgendwo eine Truhe rumsteht oder so, ne? Aber... Hustegugen. Alles nur Angestellte hier? Okay. Wo ist denn das Klo? Hier. Das ist die Damentoilette. Ja, tut mir leid, darf ich nicht auch mal kontrollieren, ob da alles in Ordnung ist? Immerhin kommst du auch mit aus Männerklo. Okay, ich warte hier. Nee, dann fällst du auf. Tiefer. Drinnen ist es sicherer. Ja, mag schon sein, aber... Ach, ist auch egal. Das ist wirklich schön. Aber gut, sie kommen mit rein. So, wir haben hier das Pörtchen. Zum Glück ist keiner hier. Gegen die Slum-Klos ist das der reinste Palast. Suchen wir den Lüftungsschacht. Das ist ein Klobere. Nichts Besonderes. Lüftungsschächte sind meistens an der Decke. Da. Volltreffer.
Und was ist mit mir? Du stehst hier Wache. Geht klar. Darf ich vielleicht mitkommen? Ich fühle mich hier etwas fehl am Platz. Na gut. Aber ich gehe vor. Sie fühlt sich nicht wohl auf dem Mellerklo. Gut, kann ich nachvollziehen. Gut, dann kriege ich mir hier mal durch. Okay, die Steuerung ist hier wirklich etwas. Kriegen wir schon hin. Hier geht's ja eh nur rechts rum. Kriechen wir mal durch. Danke. Schön. Aber mit Bahamut, da muss ich echt mal gucken. Also, ich meine, mehr als Level 50 geht nicht. Ich habe aktuell keine Ahnung. Der hat mich ja gerade so vorgeführt. Da muss man wahrscheinlich wirklich alles an. Okay, hier ist nichts. Verteidigungsdingern. Ich kann nicht umdrehen? Nö. Verteidigungsdingern reinballern, was man irgendwie hat. TP-Boost und so weiter und so fort. So, kletter mal wieder vorwärts. Danke, wir müssen links rum. Ich wollte ja nur gucken, ob da was ist. Herr Cloud? Der wollte gerade nicht klettern, der Güte. Gut. Was haben wir hier? Nicht reinfallen, Cloud. Ich glaube, wir müssen weiter, ha? Wird schon nichts passiert sein. Aber unser Haus steht ganz in der Nähe von Sektor 7. Und niemand geht ans Telefon. Einige Leitungen sind wohl zusammengebrochen. Liegt sicher daran. Wirklich? Vielleicht. Ja, das ist ja auch eher auf dem Mist gewachsen von Shinra Boss persönlich und Heidecker. Natürlich sind auch normale Angestellte, die für die ganze Sache nichts können, mit betroffen. Was halt keine schöne Sache ist, aber den Shinra-Boss krallen wir uns noch definitiv. Beim Meeting der Vorstände werden sicherlich der Wiederaufbau der Platte und die Neubesiedlung beschlossen. Und beides wird man unserer Abteilung für Stadtplanung überantworten. Reef hat deshalb angeordnet, dass wir in Teamarbeit Stufenpläne erstellen sollen, die auf die nächsten 3, 5 und 10 Jahre angelegt sind. Es ist eine herausfordernde Aufgabe, die wir jedoch rasch bearbeiten müssen. Gibt es irgendwelche Fragen? Dann warten wir jetzt, bis der Abteilungsleiter wieder hier ist. Okay. Zumindest planen sie es wieder aufzubauen. Das ist ja schon mal etwas. Aber die Menschenleben bringt das trotzdem nicht zurück. Leider. Leider nicht. So, einmal hier rum. Ich weiß, wir müssen nach rechts, aber gut, hinten lag auch nichts, ne? Aber man weiß ja nie, hier kann überall und nirgends was sein. Ich gehe trotzdem einmal gucken. Einmal nach links. Du einmal, Cloud. Also an den Abbiegungen hat er immer so seine Probleme. Da liegt tatsächlich was. Eine Materia. Sieh mal an. TP-Boost. Okay, ich glaube, den haben wir schon. Aber den habe ich nie gelevelt. Ich habe wirklich hauptsächlich auf die Grünen abgesehen. So, einmal zurück. Danke. Damit wir jetzt nach rechts können. Cloud? Also manchmal hat das hier so mit seinem... Danke. Cloud fühlt sich wohl nicht wohl in engen Gängen. Er hat das nicht so mit Bewegen. Hier scheint auf jeden Fall unser Ziel zu sein. Was für Zufall. Der Lüftungsschacht hört auch genau hier auf. Okay. Ich habe ihn selbst gesehen. Mit meinen eigenen Augen. Hier auf unseren Fluren. Das sind ungesicherte Informationen. Nee. Er ist direkt vor mir entlang spaziert. Hab mich so erschreckt, hab glatt meinen Tee verschüttet. Halt's Maul! Um eventuelle Eindringlinge kümmert sich die Sicherheitsbehörde. Aber Herr Direktor, ich habe ihn wirklich... Reef? Ja. Wir haben den Schadensbericht zu Sektor 7. Die Zahl der zerstörten Häuser ist... Das interessiert mich nicht. Was? Was gibt es sonst? Also, der notwendige Neubau von Platte 7 wird stattfinden. Mit der Nachfahrin des alten Volkes haben wir, was wir wollten. Aber wir müssen doch trotzdem die Schäden beheben. Das Stichwort heißt hier.
Neo Midgar. Im verheißenen Land werden wir eine neue Marco-Stadt errichten. Das ist überstürzt! Es ist nicht belegt, dass das verheißene Land... Professor Hojo? Die Untersuchungen haben meine Erwartungen erfüllt. Ihre Werte sind nicht so gut wie die ihrer reinblütigen Mutter, aber sie gehört zweifellos zum alten Volk. Wann wissen wir, wo das verheißene Land ist? Was das betrifft, hätte ich einen Vorschlag. Vielleicht können wir unser Subjekt zu einer freiwilligen Kooperation ja überreden. Sie ist eine wertvolle Ressource. Ich werde darauf Acht geben, dass ihr möglichst nichts passiert. Foltern wir sie? Überlass das bitte mir. Ich könnte ein paar militärische Methoden beisteuern. Ich habe die psychische Gewalt schon immer der physischen vorgezogen. Sie ist so viel wirksamer. Hört, hört! Wie du es tust, ist mir egal. Aber wenn sie endet wie ihre Mutter, bist du dran. Ja, in dieser Hinsicht plane ich vorzusorgen. Und damit meine ich werde die Gute reproduzieren. Am besten mit einem Mann des alten Volkes. Doch da sind die Chancen wohl gering. Für den Anfang tut es vielleicht auch ein Soldat. Repliken vom Typ S und G kommen natürlich auch in Frage. Kreuzungen sind ein faszinierender Gedanke mit äußerst großem Potenzial. Ja, ja. Spannend, nicht? Wenn das alles ist... Herr Direktor! Sitzung vertagt. So warten Sie doch! Wie die alle so richtig widerlich sind. Am liebsten so müsste man die ganze Chefetagenkopf kürzer machen. Das geht nicht alles anders. Alles fügt sich. Boah, und diesen Hutschuh, der ist der Schlimmste. Ich hoffe wirklich, dass wir ihn mit erledigen können, wenn wir Eris da rausholen. Und? Wir haben unseren Mann. Den Leiter der Forschungsabteilung, Hojo. Gut, packen wir ihn. Erstmal führt er uns zu Eris. Los, hinterher. Alter. Dazu kann man nichts mehr sagen. Selbst diese Silikonhexe, da ist einer widerlicher als der andere. Ich meine, ich weiß zwar jetzt nicht wirklich, wer sie ist. Sie hat ja bis jetzt noch keine große Rolle gespielt. Aber sie scheint wirklich übel drauf zu sein, wenn sie schon Spaß am Foltern hat. Boah. Und er ist der Schlimmste. Wer hätte das gedacht? Ist also wirklich hier aufgetaucht? Höchst interessant. Ich sollte die Chance für eine Kreuzung nutzen. Welchen Spross das wohl ergeben würde? Ach, ich schussel. Erst einmal brauche ich Antworten. Vielleicht mit Medikamenten. Allerdings nicht ganz ungefährlich. Kommt. Alter, ich will den Typen zu Frikassee machen. Der ist aber wohl nicht ganz dicht. Und ich glaube, was hatten wir ja gesehen im Video? Die meinen damit Sephiroth, der ist hier aufgetaucht. Sag mal, was glaubt er eigentlich? Dass Sephiroth sich so freiwillig hingibt für seine Experimente? So wie wir bis jetzt erfahren haben, ist Sephiroth ein ziemlicher Psychopath. Das kannst du aber hinknicken. Das wird nie was, Hojo. Nie. Ah. Eine Bank. Herrlich. Gut. Das wird nie im Leben. Ne. Das kannst du knicken. Das kannst du wirklich knicken.
Sollen wir was im Automaten? Einmal gucken. Megatrink, die drei nehmen wir auf jeden Fall mit, auch wenn sie mittlerweile auch nicht mehr viel bringen. Wie wir ja gesehen haben, halt das gerade mal ein Viertel des Lebens. Phönixfeder nehmen wir mit. Ich will aber allgemein mal gucken. Wow. Geometrie am Reif 4. Der ist sogar an fast allen Punkten besser, außer bei Tifa jetzt. Macht ein bisschen schwächer, sieht wahrscheinlich einen besseren. Den würde ich schon gerne. Einen haben wir sogar. Teuer ist denn da? 6400, wir haben genug Geld. Ich würde gerne dreimal mitnehmen. Wäre schon ein Träumchen. Was haben wir sonst noch? Ah, ich würde gerne noch ein paar Seelenohrringe mitnehmen. Wir haben zwar 5, aber so teuer sind die nicht. Wir nehmen nochmal 5 dazu. Materia-mäßig haben wir eh alles, ne? Ja. Kein MP-Boost habe ich anscheinend. Na gut. Habe ich doch. Ein Träumchen. Hier haben wir noch eine Truhe. Was haben wir da drin? Gegengift. Alles ist das Klärchen. Da ist auch noch eine Truhe. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Dieser Psychopath hat doch wer weiß was erforscht und keine Ahnung was geschaffen. Schnelltrank. Ach, wir werden es kennenlernen. Das machen wir bei der nächsten Folge. Wir sind am Ende. Tut mir leid, aber irgendwann muss ich ja leider einen Cut machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi.